Herr Köster. Köster. Er heißt Karl-Heinz Elsmann. Vorgestern ist er 45 geworden. Und gewohnt hat er da hinten irgendwo, in den Hochhäusern. Sein Portemonnaie sind 12,20 Mark und hier ist ein halb zerrissenes Papier vom Arbeitsamt. Er ist arbeitslos. War. Er war arbeitslos. Vielleicht hast du doch was übersehen. Wieso? Schau dir mal den Gürtel genauer an. Den Gürtel. Ja, siehst du? Jetzt sieht es schon ganz anders aus. Tut mir leid, Frau Elsmann. Bring Thomas nach Hause, Felix. Ist das Ihr Mann, Frau Elsmann? Ja. Ich möchte Ihnen mein Beileid ausdrücken. Mein Name ist Köster, Kriminalpolizei. Aber wir heißen nicht Elsmann. Ja, ist das nicht Ihr Mann? Doch, aber wir heißen Langner. Ihr Mann ist erschossen worden, Frau Langner. Aber wir haben diesen Ausweis bei ihm gefunden auf den Namen Elsmann. Wissen Sie, was das zu bedeuten hat? Und dann haben wir 5000 Mark bei ihm gefunden. Können Sie uns dazu etwas sagen? Mein Mann war arbeitslos. Wissen Sie was, Frau Langner? Gehen Sie zu sich nach Hause in Ihre Wohnung. Ich komme hin, wenn ich hier fertig bin, ja? Du, Gerd, lass dir mal deine Adresse geben. Ja? Frau Langner, woher haben Sie gewusst, dass Ihr Mann hier liegt? Eins der Kinder hat mich gerufen. Tut mir sehr leid, das mit dem Gürtel. Ach, mach dir doch keine Gedanken. Das Geld hätten wir so oder so gefunden, früher oder später. Ja, aber ich hätte es eben früher finden müssen. Geduld. Muss Geduld haben. Mit den Lebenden und mit den Toten, sonst erfährst du nichts. Die Zeit, an dem der Tod eingetreten ist, kann ich jetzt nur schätzen. Ich würde sagen, so um Mitternacht. In jedem Fall ist er aber sofort eingetreten. Dankeschön, Herr Doktor. Ich zieh da auf den und da ballst du tot um! Nein, mit dem Wahl ich erschießen, nein, mit dem Wahl mich erschießen! Mami, Mami! Nein, mit dem Wahl ich erschießen, nein, mit dem Wahl mich erschießen! Das war nichts Besonderes an meinem Mann. Ich weiß gar nicht, was ich Ihnen erzählen soll. Er ist gestern Abend um 7 weggegangen. Wo wollte er denn hin? Ich weiß nicht. Er hat nie gesagt, wo er hingeht. Wo
Was ist denn los? Die wollen mich erschießen. Ach komm, kein Mensch will dich erschießen. Nehmen Sie doch mal den Jungen mit und lassen Sie es mal allein, ja? Danke. Hat Ihr Mann Feinde? Ich meine, so hat er in der letzten Zeit mal einen bösen Streit mit jemand gehabt. Eine ernsthafte Auseinandersetzung. Ich weiß es nicht. Aber Freunde hat er bestimmt keine. Was wissen Sie über das Geld, das wir bei ihm gefunden haben und über den falschen Ausweis? Wir haben doch kaum miteinander gesprochen. Aber Frau Langner, Sie müssen doch wissen, was Ihr Mann gemacht hat. Vor 2 Jahren wurde er arbeitslos. Von da an ging es immer schlimmer, jeden Tag ein bisschen. Geht's Ihnen schlecht? Soll ich einen Arzt holen? Nein, nein, danke. Ich habe keinen Schock, falls Sie das meinen. 5000 Mark hat der Bärsich und wir haben kaum was zum Leben. Ich ging immer mal putzen, damit es überhaupt reicht. Also ich sehe schon, so kommen wir nicht weiter, Frau Langner. Ich fange mal anders an. Es tut mir leid. Nein, so war das nicht gemeint. Vor 2 Tagen hat Ihr Mann Geburtstag gehabt. Wie ist denn der Tag abgelaufen? Erzählen Sie mal was darüber. Ich kann über den Tag nichts erzählen. Warum nicht? Weil er weggegangen ist, ohne ein Wort zu verlieren. Wann ging er weg? Wann? Morgens schon. Ich glaube, es ist besser, wir sehen uns morgen früh bei mir im Büro. Um 9. Ich muss ein Protokoll aufnehmen, Frau Langner. Bringen Sie den großen Sohn mit. Felix? Ja. Sie brauchen mir nicht nochmal Ihr Ballad auszudrücken. Ich habe meinen Mann schon lange nicht mehr geliebt. Das war schrecklich. Hat er Sie auch manchmal geschlagen? Dazu braucht man nicht geschlagen werden. Sie brauchen morgen früh nichts auszusagen, was ich gegen Sie verwenden kann, klar? Sie können auch gar nichts gegen mich verwenden, weil ich ihn nicht umgebracht habe. Das sagt doch jeder, gefragt oder ungefragt. Haben Sie einen Freund? Nein, nein, ich habe keinen Freund. Sie hat einen Freund. Natürlich hat sie einen Freund. Geh in dein Zimmer. Sie sollten mich nicht belügen, Frau Langner. Das macht mich misstrauisch gegen Sie. Aber schweigen darf ich, um mich nicht zu belasten. Das darf ich. Das macht Sie nicht misstrauisch. Mein Freund heißt Manfred. Manfred Bastian. Er wohnt in Trudering, Baldeweg 17. Zufrieden? Bastian. Ja. Trudering. Baldeweg 17. So. Und noch was. Wo hat denn Ihr Mann zuletzt gearbeitet, Frau Langner? Beermann. Werkzeugmaschinen. Er hat dort immer gearbeitet, er hat schon dort gelernt. Beermann? Wo ist denn das Beermann? Die haben vor 2 Jahren Konkurs gemacht. Noch was? Nix. Wir sehen uns morgen früh, um 9. Wiedersehen. Dass mir das mit dem Gürtel passiert ist. Ja, auf die Idee hätte ich doch auch kommen können. Das ist eben der Unterschied. Du? Ja. Der Tote, der Langner, der hat seinen Mörder gekannt. Wie kommen Sie denn darauf? Vielleicht sogar sehr gut. Jedenfalls war er völlig ahnungslos. Das ist aber jetzt eine reine Vermutung. Ja, aber eine sehr naheliegende. Ich meine, vorausgesetzt, er ist mit einem Revolver oder einer Pistole erschossen worden. Echt? Das ist wahrscheinlich. Wenn er nun aber doch mit einem Gewehr erschossen wurde? Ja, dann ist möglich, dass er seinen Mörder nicht gekannt hat. Das ist ja logisch, nicht? Ja, ist möglich. Aber ich muss gestehen, dass ich jetzt wirklich überhaupt nichts verstanden habe. Aber Gerd, er hat doch beide Hände in den Manteltaschen. Er hat also keine Abwehrbewegung gemacht, nicht? Mit einem guten Gewehr geht es auch auf eine größere Distanz. Aber mit einer Pistole? Kein Mensch schießt so gut. Da musst du schon ganz nebenher gehen. Ja, ganz nah dran sein. Vielleicht fährt ein Zug oben über die Brücke. Bums. Jedenfalls möchte ich heute noch wissen, ob der Tote Schmauchspuren am Kopf hat. Ich werde es untersuchen lassen. Hier? Was sagen die Leute hier? Ja,
Niemand hat was gehört oder gesehen. Die Lange ist am Garten, da drüben. Parzelle 38. Ja. Und Sie hat einen Freund, schreiben wir auf. Manfred Bastian, Trudering, Baldeweg 17, den muss man vernehmen. Ansonsten reden die Leute nur Gutes über die Langners. Sie gilt als sehr hilfsbereit. Er war wohl mehr verschlossen. Aber die meisten glauben, dass er sich nur geschämt hat, weil er doch schon seit 2 Jahren arbeitslos war. Dann seht mal zu, dass ihr eure Berichte schreibt und ich schaue mir mal den Garten an. Was, wie war die Nummer? Parzelle 38. Ja. Vielleicht kann ich auch jemanden aus seiner Firma auftreiben, der mir was über ihn erzählt. Ist mir das nicht eingefallen? Dass man dem Opfer das seinen Mörder kannte? Naja, die Schlussfolgerung liegt doch auf der Hand. Da hätte ich doch auch drauf kommen können. Kaum. Dafür hast du dich viel zu sehr über die Sache mit dem Gürtel geärgert. Macht mich ganz krank. Herr Beermann, darf ich mich erst mal vorstellen? Mein Name ist Köster, ich bin von der Polizei. Ja, ja, ich weiß. Sind Sie allein? Ja. Na, ich frage nur, weil mir mehrere Herren avisiert worden sind. Die anderen kommen wohl noch. Entschuldigen Sie, könnte es sein, dass es sich um ein Missverständnis handelt? Ich bin von der Kriminalpolizei. Na ja, eben, ich warte ja auch schon lange genug. Es ist gut 3 Viertelstunden her, dass ich Sie angerufen habe. Na, aber gut, bisher war nichts. Kein neuer Anruf. Ich habe das Haus Ihrer Anweisung gemäß keine Minute verlassen. Also ich weiß wirklich nicht, wovon Sie reden, Herr Beermann. Ich bin hierher gekommen, um eine Auskunft einzuholen. Eine Auskunft? Ja, ich wollte Sie nach einem gewissen Walter Langner fragen. Walter Langner? Ja, der hat bis vor circa 2 Jahren bei Ihnen gearbeitet. Ach, und Sie meinen, der hat mit der Sache zu tun? Mit was für eine Sache? Also ich weiß wirklich nicht, wovon Sie reden, Herr Beermann. Ich habe gedacht, Sie können mir helfen. Ich Ihnen? Herr Köster. Ja. Vielleicht ist es nicht zu viel verlangt, wenn ich Sie bitte zu verstehen, dass ich mich nur mit Mühe beherrschen kann. Ich habe mich an die Polizei gewandt, weil meine Frau offensichtlich entführt worden ist. Ihre Frau ist entführt worden? Ach du lieber Gott, ich habe doch keine Ahnung davon. Ja, aber wenn Sie die Polizei angerufen haben, dann werden die Kollegen sicher gleich kommen. Ja. Entschuldigen Sie, ich bin ein bisschen durcheinander. Wissen Sie, ich war kurzfristig im Ausland und als ich gestern spät nach Hause kam, da war meine Frau nicht da. Ich habe mir zuerst gar keine Sorgen gemacht. Ich wollte eigentlich einen Tag später kommen und ich vermutete sie im Theater oder bei Bekannten oder... Das werden Sie sein, Herr Beermann. Ja, und heute kam dann der Anruf. Wir haben Ihre Frau entführt. Halten Sie sich bereit? Na, endlich kommen Sie. Es tut mir leid, Herr Beermann. Hallo, Herr Köster, was machen Sie? Sie sind auch dienstlich. Dienstlich? Mein Name ist Lindner, mein Kollege Aubeck, hier wegen der Hauptkommissar. Ja. Was machst du denn hier? Ja, eigentlich kaum was. Es wird doch wohl einen Grund haben, oder? Naja, ich wollte Herrn Beermann fragen nach einem Mann, der vor 2 Jahren bei ihm gearbeitet hat. Und der ist erschossen worden. Ach so, ja. Du, das wird jetzt wohl nichts. Hm? Ja. Ich bin gestern Abend mit der letzten Maschine aus London gekommen. Ich hatte am Abend zuvor noch mit meiner Frau telefoniert, ja. Da war nichts Besonderes. Mein Gott, ich verstehe es überhaupt nicht. Die Stimme am Telefon, Herr Beermann. Das war eindeutig eine männliche Stimme. Sie klang ein wenig, naja, wie soll ich das sagen? Verstellt. Ja, merkwürdig, jetzt würde ich das sagen. Ja, doch, gequetscht, verstellt, ja, ja. Und der Mann hat einen neuen Anruf angekündigt? Servus. Ihre Nase möchte ich haben. Meine Nase? Ja. Ich hinterlasse dir, du aber nicht jetzt in dem Zustand. Wieso sind Sie erkältet? Nee, ich habe ein Virus. Dass Sie aber auch immer was ganz Besonderes haben müssen. Ja, leider. Du, hast du was Neues? Ich brauche einen kleinen Erfolg. Haben wir. Zwar noch nichts Schriftliches, den genauen Bericht kriegen wir erst später, aber so viel steht fest. Es sind Schmauchspuren an Langners Kopf. Der Schuss ist aus 1 Meter oder 1,5 abgegeben worden, aus einer Pistole. Und an seinen Händen ist nichts. Also,
Langner hat seinen Mörder gekannt. Ja. Und der Freund? Meinte der Freund von der Frau Langner? Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Da haben wir doch gerade erst damit angefangen. Brenner ist in seine Wohnung. Ja, und sonst? Sonst nix? Das reicht doch wohl. Was ist denn mit der Firma? Da, wo der Langner angestellt war. Sie wollten nämlich eigentlich... Ja, du, was, ne? Stell dir mal vor. Herr Martin, was ist? War nicht zu Hause. Hab auch niemand auftreiben können, von dem was zu erfahren war. Der wird doch irgendwo arbeiten. Da muss erst rauskriegen, wo. Da krieg's raus. Was Ihren Kollegen betrifft, den Herrn... Tut mir leid, ich habe den Namen vergessen. Der vorhin bei mir war, Sie kam. Ach so, Köster, Hauptkommissar Köster. Ja. Ich war wohl ein bisschen unfreundlich zu ihm. Ach, das wird er sicher verstehen. Machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Beermann. Ach, Frau Buscher. Ja, meine Frau ist nicht da, leider. Sie waren mit ihr verabredet. Heute. Und wann haben Sie mit ihr gesprochen? Vor 3 Tagen. Lass mal, gib mal. Ja. Hallo, Martin. Hör mal auf. Ja, Martin, was hast du rausbekommen? Ich verstehe dich nicht. Entschuldigung. Helf mir mal, dann aufhören! Was denn nur wieder treibt? Das ist gar nicht mehr dran. Ich muss doch meinen Bericht schreiben. Danke. Hallo? Ja, jetzt verstehe ich dich. Wo arbeitet der? Bei der WGV. Das sagt mir gar nichts. Wo bist denn du jetzt? Vor dem Haus, wo die Langners wohnen. Ja, ich habe sie gefragt, wo der Bastian arbeitet. Sie war anfangs ein bisschen verstört, aber hat es dann gesagt. Ja, natürlich fährst du sofort hin. Machst ein Protokoll mit ihm. Oder besser, du bringst ihn her. Ja? Kann aber eine Weile dauern. Ich muss durch die ganze Stadt... Ich fahr gleich los. Ende. Ich wollte Sie noch ein bisschen aufrichten. Ja. Ich habe nämlich noch was. Aha. Also der Freund von der Frau Langner, ja? Herr Bastian. Ja, der hat eine Stammkneipe. So. Und im Hinterzimmer ist ein Schachclub. Mhm. Wissen Sie, was er da versucht hat? Nee, woher soll ich das? Sich ein Alibi zu besorgen für die Mordnacht. Leider war er selbst schon weg. Aha. Ja, haben Sie gehofft, dass er wegen Mord vorbestraft ist, oder was? Nein, aber ich weiß nicht, was mich da aufrichten soll. Dass er euch abgehauen ist? Nein. Aber dass wir jetzt jemanden haben, der versucht hat, sich ein Alibi zu besorgen. Das ist gut. Aber hat der Bastian den Langner gekannt? Wieso? Na, wegen der naheliegenden Vermutung. Ach so, ja, dass der Langner seinen Mörder gekannt hat, richtig? Ja, hat er ihn gekannt? Ich konnte ihn ja nicht fragen. Weil er weg war. Kommst du mit rein auf ein Bier? Nein, vielen Dank, jetzt nicht mehr. Wiedersehen. Lass das Klo. Jetzt ist er beleidigt. Setz dich doch.
Guten Morgen. Ich bitte um Entschuldigung, ich habe mich der Kleinigkeit verspätet. Bitte bleiben Sie doch sitzen. So. Frau Langner, mein Kollege Heimann wird mit Ihnen ein Protokoll aufnehmen und der Kollege Brenner wird dasselbe mit Ihnen machen. Sie brauchen mich nicht zu siezen. Wir haben gelernt, die Jugend muss man ehren. Wenn Sie einen Anwalt brauchen, sagen Sie es bitte. Ich brauche keinen Rechtsanwalt. Frau Langner, Sie wissen, dass wir nach Ihrem Freund fahnden? Jetzt weiß ich es. Warum ist er abgehauen? Ich hoffe für Sie und für ihn, dass er sich stellt. Ich hoffe es sehr. Sagen Sie ihm das bitte, wenn er sich bei Ihnen meldet. Hätten Sie ihm geglaubt, dass er in der Nacht zu Hause war? In der Nacht, in der mein Mann umgebracht wurde? Hätten Sie ihm geglaubt, wo er keinen Zeugen hat? Hat Ihr Mann den Herrn Bastian gekannt? Ist denn das wichtig? Sie können Ja sagen, Sie können Nein sagen, Sie können die Aussage verweigern. Ja, er hat ihn gekannt. Gut. Ich meine, waren die beiden zusammen mal? Haben Sie mal ein Bier zusammen getrunken? Wohl kaum. Was ich Ihnen noch sagen wollte, weil es doch ganz in der Nähe war. Mein Mann war sehr oft bei uns im Garten. Auch abends. Er hat manchmal dort übernachtet. Das ist interessant. Das würde ich mir gerne mal anschauen. Ja, den Garten und auch das Häuschen. Aber ich habe keinen Durchsuchungsbefehl, also wenn Sie nicht wollen, kann ich das nicht. Der Schlüssel ist hinter dem rechten Türpfosten versteckt. Oben beim Dach. Danke. Bitte. Na komm, gehen wir. Tja. So,
Ich habe oft versucht, meinen Vater zu verstehen. Das größte Problem war für ihn die Arbeitslosigkeit. Mein Vater hat früher viel Fußball gespielt und hat keinen Alkohol getrunken. Er hat oft gelacht. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Was machen Sie da? Such was. Haben Sie denn eine Erlaubnis? Was suchen Sie denn? Ja, ja, ich hab die Erlaubnis von Frau Langner. Und Herrn Langner? Der ist tot. Was ist der? Der kann doch nicht tot sein. Den habe ich doch noch hier rumackern sehen. Wann? Den haben wir gestern früh gefunden. Da hinten. Tot. Tot? Dann sage ich Ihnen lieber gleich, dass ich ihn nicht leiden konnte. Da sage ich Ihnen lieber gleich, dass ich von der Polizei bin, wenn ich Ihnen das noch nicht gesagt habe. Nein, das haben Sie mir noch nicht gesagt. Erschossen? Ja. Dann war das doch ein Schuss. Neulich Nacht, so um 12, den ich da gehört habe. Was gucken Sie so? Ich guck immer so. Es fuhr gerade ein Zug vorbei, so wie jetzt. Aber sonst ist es ganz ruhig hier. Ja, bloß wenn Zug vorbei wird, dann ist es nicht. Na, dann kann es ja nicht ruhig sein. Wissen Sie, wo der Herr Bastian sich aufhält? Nein. Aber Sie wissen doch sicher, wo er sich vielleicht aufhalten könnte. Vielleicht bei seinen Eltern. Er hat keine Eltern mehr. Er hat vielleicht einen Bruder, eine Schwester, gute Bekannte. Also Sie wollen dazu keine Aussage machen. Ich kann keine Aussage machen. Vorgestern. In der Nacht. Vor 3 Tagen. Ja, wenn du meinst. Vorgestern war ich nicht da. Ich meine Nacht. Ja, ich will mir nur sicher sein, ob wir beide dieselbe Nacht meinen. Also die Nacht vom Montag auf Dienstag. Das sage ich doch. Vorgestern war. Also ich. Jetzt weiß ich doch nicht. Ist ja gut. Was war denn da? Ich meine Nacht? Ja. Vorgestern in der Nacht. Was haben Sie eigentlich gegen diese Ausdrucksweise? Naja, ich hätte zum Beispiel Angst, Sie nach Ihrem Geburtsdatum zu fragen. Na, weiter als vorgestern wäre ich nie gegangen. Vorgestern hätte ich nie gesagt. Was hätten Sie denn dann gesagt? Montag. Gut, Montag. Was war denn da? Was haben Sie da gesehen? Und zuerst habe ich nur was gehört. Ein Auto, das hat gehalten. Und davon, glaube ich, bin ich aufgewacht. Dann war alles ganz still. Dann kamen gleich 2 Züge auf einmal. Und danach hat der Langner was Schweres geschleppt. Woher wissen Sie, dass das Langner war? Na, wer wird denn sonst seine schweren Kartoffeln schleppen? Kartoffeln? Haben Sie das gesehen? Na, gesehen habe ich bloß, wie er gleich danach in einen Wagen gestiegen ist und weggefahren. Ja, wie kommen Sie auf Kartoffeln? Na, die hat ein Mädchen angebaut. Sie hat sich schon vor 3 Wochen gebuddelt. War eine gute Ernte dieses Jahr. Na, ich gönne es der Frau und den Kindern. Ja, in so einer Situation hilft ein Garten schon eine ganze Menge. Was war das für ein Wagen? Da habe ich auch gestanden. Mercedes. Nagelneu so.
So Silber. Nur mit zwei Türen. So. Dann unterschreib das mal bitte. Da? Du kannst es aber vorher ruhig noch mal lesen. Ist schon in Ordnung. Na also, da sind ja die Kartoffeln. Anderthalb Sack. Das ist ja unheimlich. Ich hätte schwören können. Also hat er doch nicht die Kartoffeln. Ja, ich höre. Ja, ich bin's. Moment. Also Langner kennt Bastian vom Arbeitsplatz her. Bastian ist ungefähr ein Jahr vor dem Konkurs der Firma ausgeschieden und hat dann bei einer Telefonbaufirma angefangen. Ob Sie was? Eine Frage. Haben Sie genug Kartoffeln? Ja, in unserem Gartenhäuschen. Ich meine, ich hatte noch keine Zeit, sie in den Keller zu schaffen. Ja. Danke, das genügt. Guten Morgen, Kollege Wiener. Guten Morgen. Entschuldigen Sie, ich muss hier mal einen Moment stören. Mhm. Ich habe da einiges, was mir wichtig erscheint. Und ich muss... Guten Morgen. Morgen, Herr Kirsten. Morgen. Na? Seid ihr immer noch hier oder schon wieder? Schon wieder. Ich sitze die ganze Nacht. Die ganze Nacht? Na und was tut sich? Nichts. Funkstille. Ich muss mal Herrn Bärmann sprechen. Der hat sich gerade hingelegt, war die ganze Nacht auf. Ja, aber ich muss ihn sprechen. Also ich weiß, was Sie sind. Oh, entschuldigen Sie, Herr Bärmann, dass ich schon wieder hier reinschneie. Ich kann sowieso nicht schlafen, aber ich habe das Bedürfnis, mich bei Ihnen zu entschuldigen. Das brauchen Sie doch nicht, im Gegenteil, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Ich hatte mich wohl nicht so ganz in der Gewalt. Ja, ich weiß. Sie wollen etwas von mir über diesen Langner wissen? Ja, Langner. Der hat bei Ihnen gearbeitet und der ist jetzt tot. Der ist ermordet worden. Ja, habe ich in der Presse gelesen. Sie bearbeiten den Fall, nicht? Ja, das sieht so aus, deswegen bin ich hier. Ja. Wissen Sie, das ist komisch. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Alles ist wichtig, Herr Bärmann. Dann auch vielleicht für Sie, Herr Wegner. Ich bilde mir ein, dass ich ihn neulich unten auf unserer Straße gesehen habe. Zweimal. Kann das sein? Ja, das weiß ich nicht. Das müssen Sie wissen, Herr Bärmann. In einem Wagen mit noch einem anderen. Können Sie den anderen Mann beschreiben? Oder den Wagen? Nein, nein. Ich weiß ja nicht einmal, ob es wirklich Langner war. Komm, setzen Sie sich. Dankeschön. Sie gestatten. Ich habe ihn ja auch sonst nie hier gesehen. Wissen Sie, ich war so fixiert darauf, ob es nur war oder nicht, dass ich mich weder an den Wagen noch an den anderen wirklich erinnern kann. Wir müssen das ins Protokoll aufnehmen, Herr Bärmann. Ja, Herr Kollege, geben Sie mir bitte einen Durchschlag. Ja? Herr Bärmann, wie gut haben Sie den Langner gekannt? Ja, eigentlich gar nicht. Wissen Sie, das Gefälle in so einem Betrieb ist ja doch sehr groß. Naja, aber der Betrieb war doch eher klein. Trotzdem, eigentlich habe ich ihn nicht gekannt. Ne? Und der andere Mann, von dem Sie gerade sprachen, könnte der das sein? Der hier. Der heißt Bastian. Der Bastian, der hat auch mal in Ihrer Firma gearbeitet. Aber der ist vor circa so ein bis zwei Jahren ist er schon aus der Firma weggegangen. Vor dem Konkurs. Ja, irgendwie kommt mir der Mann bekannt vor. Aber ich kann das wirklich nicht sagen. Wissen Sie, ich habe die Firma vom Vater meiner Frau übernommen. Damals war sie aber schon angeschlagen. Ich will damit sagen, ich war nie so richtig verwachsen mit dem Unternehmen. Herr Bärmann, die Entführer, die wollen doch sicher sehr viel Geld von Ihnen. Verstehen Sie es bitte nicht falsch. Wir wissen, dass Sie mit der Firma in Konkurs sind. Ja, ja, ich konnte es natürlich nicht verhindern, dass der Fall in der Presse, Sie können sich das ja denken, breit getreten wurde. Verfügen Sie denn trotzdem noch über derartige Mittel? Das gesamte Vermögen gehört meiner Frau. Ich verfüge
wenn Sie es genau wissen wollen, über gar nichts. Herr Kollege, wie ist denn die Frau Beermann entführt worden? Weiß man da schon was? Vermutlich in ihrem Wagen. Jedenfalls ist der weg. Mercedes Coupé Metallic. Was, Herr Köster, jetzt? Mitten in der Nacht? Wie weit seid ihr denn? Der kommt gleich rüber. Es ist eindeutig so, dass die Frau erschossen worden ist.
Das ist meine Frau. Es tut mir leid, Herr Beermann. Kannst du mir das erklären? Später. Mein Beileid, Herr Beermann. Können wir mal einen Moment beiseite gehen? Herr Beermann, jetzt müssen Sie sich erinnern, wer der Mann war in dem Wagen bei Langner in Ihrer Straße. Aber ich weiß es nicht. Lassen Sie mir ein bisschen Zeit. Haben Sie ein Foto dabei von Ihrer Frau zufällig? Ja, ich weiß nicht. Danke. Ist eins mit mir. Moin, Gerd. Morgen. Na, hast du überhaupt geschlafen? Ja, ein bisschen. Also, was hast du? Heute Nacht waren noch alle für uns fleißig. Also, auf der 38er, die Sie in dem Ofen gefunden haben, da sind die Fingerspuren von Langner. Und die Kugel, die Frau Beermann tötete, stammt einwandfrei aus dieser 38er. Dann hat ein Streifenwagen den Wagen von der Frau Beermann entdeckt. Hier. Ja. Wir vermuten, dass es in dem Wagen sehr wahrscheinlich zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen sein muss, in deren Verlauf Frau Beermann durch einen Schuss in die Brust getötet worden ist. Blutspuren und sogar die Kugel aus der 38er im Polster. Na, das ist doch schon was. Der Kollege Wegner meint... Ja, was meint er denn nun? Dass Frau Beermann beim Ein- oder Aussteigen überfallen worden ist, möglicherweise sogar in ihrer Garage. Sie wurde in ihrem eigenen Wagen entführt. Ja, und dann habe ich noch die Aussage von diesem Schrebergarten-Nachbar. Ja, der Gartenzwerg, ne? Der Mann, der vorvorgestern Langner in einem Mercedes wegfahren sah. Ja, die Beschreibung des Wagens passt haargenau. Nur... dass der Langner keine Kartoffeln rausgeschleppt hat, sondern die Leiche hinein. Ja, die Kartoffeln waren ja auch noch da. Und was ist mit dem falschen Ausweis? Ganz schlechte Fälschung, sagt unser Labor. Die Personalien gehören einem Toten. Das Passfoto wurde einfach ausgetauscht. Aber was viel interessanter ist, auf den Namen Karl-Heinz Elsmann ist für morgen Nachmittag ein Flug nach Malaga gebucht. Ah, bisschen Urlaub. Nach getaner Arbeit ist gut ruhen. Ja. In der Gerichtsmedizin. Ja. Alles lückenlos. So, jetzt könnte eigentlich eins von den hohen Tieren kommen und uns gratulieren. Das ist alles gut und schön, aber wenn ich mich recht erinnere, sind wir doch ausgezogen, um den Mörder von Herrn Langner zu finden. Ja, das kann ja auch nicht mehr lange dauern. Abfahrt 16:32, gleich 8. Der Personenzug aus Kalabrien über Rosenberg an Punkt 11:30 der Flugzeug Gleis 3. Der zweite Mann in der Entführung ist, wenn Sie mich fragen, Bastian. Ne? Der Langner ist mit einer 08 erschossen worden. Alle. So wie dieser Fall läuft, kann das nur die Fahndung sein. Wir haben Bastian geschnappt. Ja, hallo, hier. Was? Naja, das ist ja Fabel. Moment. Das ist die Beschattung von der Frau Langner. Sie hat sich mit Bastian getroffen, im Ostbahnhof. Ja? Ja, da muss ich erst fragen. Gleich verhaften oder beide noch weiter beschatten? Beschatten. Gib mal her. Fahr du dahin, ja? Sie gehen rüber zu den Schließfächern. Also eins darf nicht passieren. Entwischen darf uns nicht, aber Sie auch nicht. Abfahrt 16:26 gleich 6.
Herr Bastian, Sie sind vorläufig festgenommen. Das gleiche gilt für Sie. So, los, kommen Sie. Lisa, da ist eins frei. Sie haben einem Herrn Elsmann ein Flugticket nach Malaga verkauft. Können Sie sich an den erinnern? Oh, das ist nicht so einfach. Moment, ich helfe Ihnen. Ist er das? Nein, wirklich nicht. Tut mir leid, den Mann habe ich noch nie gesehen. Oder das? So, wann wollen Sie ungefähr fahren? Ja, das war er. Kann mich genau daran erinnern. Ja, danke. Wir haben eine kleine Überraschung. Da. Guten Tag. Guten Tag, Herr Köster. Bei einem Schließfach am Bahnhof. Frau Langner hatte den Schlüssel. Sind das Erdreste? Ja. Kann das sein, dass der eingegraben war? Ja, vermutlich im Garten. Ah. Wie viel ist denn drin? Genau 45.000. Sie werden dringend erwartet. Ja. Dankeschön, Herr Sawatzki. Bitteschön. Herr Bastian. Köster. Bitte behalten Sie Platz. Dankeschön. Also. Sieht nicht sehr gut für mich aus. Nein, das sieht nicht sehr gut für Sie aus. Ich hatte für die Nacht kein Alibi. Ich habe ganz einfach geschlafen. Ich nehme an, Sie haben jetzt auch noch keins. Ja, woher? Ich kann jetzt sagen, was ich will. Sie glauben es sowieso nicht. Das könnte möglich sein. Ich versuch's trotzdem. Ich bitte darum. Ich habe mit der Entführung nichts zu tun und mit dem Mord auch nichts. Und mit dem Geld auch nicht. Ja, das habe ich mir so ungefähr gedacht. Aber fangen wir mal mit dem Geld an. Aber nicht hier, in der frischen Luft. Also bitte, Herr Bastian, wo haben Sie hier den Koffer eingegraben? Ich habe den Koffer nicht eingegraben. Dann der Herr Langner. Das weiß ich nicht. Aber der Koffer war doch vergraben, bevor er in das Schließfach kam. Haben Sie ihn ausgegraben? Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Herr Bonner, kennen Sie den Herrn? Das ist der Herr Bastian. Ja. Kommen Sie mal her, kommen Sie mal näher. Etwas näher. Mhm. Haben Sie den Herrn Bastian hier schon mal gesehen? Ja, ja. Wann? Tja, das ist eine Weile her. Wo, gestern? Ja, also, lassen Sie ihn unten, ne? Vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren. Aha. Herr Bastian, kommen Sie mal bitte etwas näher. Also, Herr Brunner, der Mann, der neulich nachts im Garten war, könnte nicht Herr Bastian gewesen sein? Das kann ich nicht sagen. Wirklich nicht. Aber was anderes. Was anderes. Ja, das habe ich vergessen zu sagen. Sie können wieder gehen, ja. Kommen Sie mal her. Ja. Ich schwöre es Ihnen, ich habe den Koffer zum ersten Mal im Schließfach gesehen. Auch Frau Langner wusste nicht, dass da Geld drin ist. Dass da überhaupt ein Koffer drin ist. Sie hat den Schlüssel im Kleiderschrank, in einer Jackentasche von ihrem Mann gefunden. Aha. Nachdem er tot war. Also, in der Nacht, wo der Langner erschossen wurde, nach dem Schuss, da
ist jemand im Garten gewesen. Ich dachte, das war der Langner. Das kann er ja aber nicht gewesen sein. Da war der ja schon tot, ne? Ha? Ja, wenn er tot war. Kann er es ja nicht gewesen sein. Da hat der so rumgemacht. Hm? Dankeschön. Dankeschön, bitte, bitte. Guten Wiederschauen. Gerd, ich muss weg. Mach schon mal weiter. Herr Köster. Ja? Herr Köster. Ich habe den Haftbefehl für beide schon beantragt. Ja, wie du meinst. Was soll denn das heißen? Wir gehen davon aus, dass es sich um eine missglückte Entführung handelt. Ich meine, dass Ihre Frau erschossen wurde, das war keine Absicht, das war ein Missgeschick. War Ihre Frau leicht einzuschüchtern? Aber nein, nein, ganz im Gegenteil. Sie hatte sehr spontane Reaktion. Sehen Sie, unsere Sachverständigen sagen, dass es in dem Auto zu Tätlichkeiten gekommen ist. Wahrscheinlich hat Ihre Frau sich zur Wehr gesetzt und dabei hat sie den Schuss ausgelöst. Das würde auch das etwas primitive Versteck der Pistole im Ofen erklären. Mit den Fingerabdrücken. Ist eben alles schiefgelaufen. Ja, ja, so. Wird es denn wohl gewesen sein? Oh nein, 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 bitte nicht jetzt, nicht jetzt. Später. Später. Ich sag Ihnen Bescheid. Ah, sehr, ja. Versteht schlecht Deutsch. Tja, Herr Köster, ich warte eigentlich auf meine Schwiegereltern. Ja, das Leben geht eben weiter. Und der Langner, den hat vermutlich sein Komplize erschossen. Das nehmen wir mit ziemlicher Sicherheit an. Ich glaube überhaupt, dass der Langner derjenige war, der die Nerven verloren hat. Der andere, das war die Nummer eins. Die war klüger und kälter. In was für einer Welt leben wir? In einer fortschrittlichen. Deswegen schreiten die Dinge so fort. Ach, noch eine Frage zur Sache. Herr Beermann, haben Sie den Erpressern Geld bezahlt? Wissen Sie, erpresste Menschen verbergen das manchmal vor der Polizei. Aber nein, ich habe ja nicht einmal die Summe gewusst. Außerdem hätte ich das Geld auch erst beschaffen müssen. Gut, dann werde ich mich mal auf die Suche machen nach der 08. Nach was für einer 08? Der Langner wurde mit einer 08 erschossen. Ich werde das Ding schon finden. Ach, und sagen Sie bitte Ihrer Putzfrau, sie soll überhaupt nicht putzen. Ich schicke Ihnen morgen früh ein paar Leute von der Spurensicherung ins Haus. Denn es kann doch sein, dass die Entführer doch bis in diese Räume vorgedrungen sind. Und da finden wir vielleicht noch ein paar Fingerabdrücke. Nicht? Ja, ja, gut, wie Sie meinen. Die Frau Langner, die haben wir übrigens verhaftet. Ach, Sie meinen das? Ja, es war jemand im Garten, nachdem Langner erschossen wurde. Und ich habe guten Grund anzunehmen, dass sie das war. Warum? Ja, sie könnte etwas vergraben haben. Die Waffe? Das haben Sie gesagt, Herr Beermann. Aber ich bitte Sie, über unser Gespräch absolutes Stillschweigen zu bewahren, ja? Wir sitzen noch im gleichen Boot. Ja, ich lasse den Garten einfach umgraben. Morgen früh, jetzt kriege ich keine Leute mehr. So, jetzt lesen Sie sich das bitte durch und wenn Sie damit einverstanden sind, unterschreiben Sie bitte. Fertig? Fertig. Frau Langer, dann können Sie bitte wieder reinkommen. Nehmen Sie Platz. Ja, soll ich schon mal rüberrufen zur Staatsanwaltschaft? Ach, das trifft sich ja gut. Sind alle noch versammelt. Gerd, wir können Frau Langner und Herrn Bastian wieder auf freien Fuß setzen. Aber... Sagt der Staatsanwaltschaft Bescheid? Es tut mir leid, aber ich hatte vorhin keine andere Möglichkeit, als Sie beide festnehmen zu lassen. Das Protokoll können Sie ruhig unterschreiben, das ändert gar nichts, ja? Und Gerd, der Garten von Frau Langner wird morgen systematisch umgegraben und untersucht. Steinchen für Steinchen. Jetzt muss ich aber mal mit Ihnen sprechen. Moment. Können Sie mir sagen, was das bedeuten soll? Verlass dich doch einmal auf mich. Ja, glauben Sie denn den beiden? Da kommt es jetzt nicht drauf an. Du, ich bin in Eile, ich habe noch nichts gegessen. Bitte, bitte, Sie müssen das aber verantworten, ja? Ja, das werde ich verantworten. Aber observieren dürfen wir die beiden schon noch, oder? Ja, mach mal. Aber sieh zu, dass du dich noch ein bisschen hinlegst, du. Es wird eine lange Nacht, Leute. Und kühl.
Polizei, stehen bleiben! Geben Sie auf, Wehrmann! Sie haben keine Chance! Wir haben das Geld. Such dir 08. Ja. Sie glauben doch nicht etwa. Der Langner hat in Ihrem Auftrag Ihre Frau erschossen, während Sie in London waren. Dann haben Sie die Pistole in den Ofen versteckt oder Langner dazu veranlasst. Denn Sie waren ja interessiert daran, dass man die Leiche Ihrer Frau findet und den Mörder dazu. Sie haben dem Langner einen falschen Ausweis in die Tasche gesteckt und ein Flugticket nach Malaga gebucht. Das war alles ganz gut gemacht. Nur mit dem Geld, da haben Sie Pech gehabt. Das hat der Langner vorher wieder ausgegraben und in ein Schließfach gelegt, bevor Sie sich mit ihm getroffen haben und ihn erschossen. Mit der 08. Was für ein Geld? Ihre Fantasie in allen Ehren, Herr Köster, aber dass ich effektiv über kein Geld verfüge, das sollte Sie doch eigentlich auf den Boden der Tatsachen zurückbringen. Herr Schöler, haben Sie in der letzten Zeit Herrn Beermann Geld geliehen? Ja, 50.000 Mark. Vor 10 Tagen genau. Das Geld hat Herr Beermann Herrn Langner gegeben. Er hat damit den Mörder meiner Tochter bezahlt. Das war die Anzahlung. Und nach dem Mord an Ihrer Tochter, da hat er den Mörder erschossen. So konnte niemand mehr aussagen über die Tat. Aber das Geld, das hat ihn verraten.